The new Siemens headquarters in Munich is also a place to encounter art. Three bronze sisters have now become permanent residents in the new atrium. The sculpture, entitled Group of Sisters, is by Georg Baselitz. The head of Siemens AG, Joe Kaeser, and the artist unveiled the sculpture together. Heute geht es um etwas Zeitloses, nämlich um die Kunst, oder genauer gesagt um ein künstlerisches Schlüsselerlebnis für uns zumindest, nämlich die Gestaltung des Eingangs und des Zentrums unserer neuen Firmenzentrale. Unser Geschäft und unser Wirken und unser Zweck von Siemens ist Business to Society, einen Zweck für die Gesellschaft zu erfüllen. Und auch das hier ist ein Zweck, in dem wir Kunst zugänglich machen, der Öffentlichkeit und den Bürgerinnen und Bürgern auch von München. Skulpturen mache ich seit 1980. Früher habe ich sie aus Holz gemacht, weil ich dachte, sie sind so schlecht. Sie sollen nicht zeitlos sein, sondern sie sollen möglichst schnell vergehen. In der Zwischenzeit nehme ich die Sache so wichtig, dass ich sie in Bronze mache, damit sie zeitlos sind. Vielen Dank. With the artworks at its new headquarters, Siemens has created an open connection between Munich City Center and the Art District. Das Modell für die Skulptur ist aus einem Holzstamm, einer Schwarzwaldtanne, ungefähr 280 Jahre alt, die einen Durchmesser von 1,50 Meter hatte. Die habe ich in drei Teile gesägt und die drei Figuren daraus gemacht. Als die Figuren fertig waren, habe ich mich entschlossen, die in Bronze gießen zu lassen. Und zwar in einer Weise, dass man über die Patina, die schwarz ist, den Eindruck gewinnt, als sei es Carbon, also als sei es Kohle oder Erz. Ich arbeite sehr abhängig von persönlichen Erlebnissen, sehr abhängig von Erinnerungen. Und meine Welt, seit ich Kunst mache, hat sich innerlich kaum verändert. Ich habe zwar, wie alle normalen Leute, sehr viel aufgenommen, aber dass das neuen Stoff gebe für meine künstlerische Arbeit, habe ich eigentlich nie erlebt. The bronze sculpture by artist Georg Baselitz is also one of his most personal works. Das ist einfach eine Dorfplatzszene. Wir saßen am Sonntag auf dem Zaun am Dorfplatz und die Mädchen gingen untergehakt die Straße auf und runter. The sculpture in the new atrium really attracts people's attention. A work of art that is not only impressive, but also triggers all kinds of associations in those who see it. Georg Baselitz happily takes his leave, not without a final look at his work.